Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Vesperia Definitive Edition. Ich weiß, der letzte Part war japanisch, aber ich habe es trotzdem wieder auf japanisch gestellt, weil die japanische Sprachausgabe cool ist. 26.11. Ja, es ist eine Zeit lang her, seitdem ich aufgenommen habe. Jedenfalls, wir haben jetzt genau 5 Uhr morgens. Ich habe seit gestern mal wieder einen neuen Job gefunden. Allerdings, ja, und die Arbeitszeit beginnt um 5.30 Uhr morgens. Oh. Ja, da hat er einen guten Punkt getroffen. Jedenfalls habe ich seit gestern einen Job gefunden. Gestern war der erste Arbeitstag. Er macht Spaß, ja, aber bei uns hat ja, er ist nicht. Oh, Moment. Achso, okay. Der Job ist nicht gerade um die Ecke. Das heißt, ich muss über die Autobahn eine ziemlich weite Strecke zurücklegen. Und letzte Nacht, oder beziehungsweise jetzt immer noch, schneit es wie verrückt. Ich bin total zugedeckt und nicht nur ich. Ich habe auch schon in der Arbeit angerufen und der Chef war verständnisvoll, weil es gibt mehrere Ausfälle und ganz im Ernst, ich werde nicht so eine weite Strecke zurücklegen, wenn es die ganze Zeit schneit ohne Ende und ich nicht immer wegkomme. Ich habe draußen jetzt ein bisschen Schnee geschaufelt, allerdings nur mit der Schaufel, weil die größeren Schneehaufen müsste ich mit der Schneeräummaschine wegpacken und um ehrlich zu sein, ist es einfach unvorteilhaft, um 5 Uhr morgens das Ding anzuschmeißen und jeden aus dem Schlaf zu reißen. Deswegen habe ich es bleiben lassen und nehme jetzt stattdessen auf. Hey Carol, was ist los, Yuri? Wir haben es dir als Auftrag erfüllt. Sollte sich die heldenmutige Vesperia nicht neue Aufgaben suchen? Ja, das stimmt. Was sollen wir machen? Wir könnten einen Auftrag im Dankrest bekommen, wenn wir Mitglieder der Union wären. Ja, Junge, was hörst du? Die Union vergibt Aufträge auch an Nichtmitglieder. Es gibt Abzüge, aber... Wirklich? Wirklich. Aber es ist ein weiter Weg von hier nach Dankrest. Wenn wir hier einen Außenposten der Union finden, könnten wir einen Auftrag bekommen. Dann lasst uns einen suchen. Julie, kommst du mit? Was? Ach, aber was wird aus Faron? Es ist okay, wenn es wichtig für die Gilde ist. Vielen Dank, Esther. Okay, los geht's. Ah, wie sehr ich es vermisst habe. Und, ja. Warum ich sage, wie sehr ich es vermisst habe, das werde ich euch jetzt zeigen. Ich werde euch jetzt zeigen, was für einen Tag wir haben. Hier, 26. November. Achtung! 9. Dezember. Ja, mittlerweile, beziehungsweise jetzt auch schon wieder seit ein paar Tagen, habe ich Life is Strange komplett aufgenommen. Nur Prince of Persia, das hinkt hinterher und daran werde ich mich vielleicht heute auch noch setzen. So. Was für eine Rede, ich muss einen Außenposten finden. Ups. Sind denn die roten Punkte? Also Durchgänge. Oh, Repeat, der Herrscher. Oh, da links oben. Dann gehe ich mal nach links oben. Ja, da komme ich gar nicht vorbei. Apropos, bin ich überhaupt gut ausgerüstet mit allen? Alle Getränke. Ja. Komme ich gar nicht raus. Moment. Ach so. Zelt werde ich auch brauchen. Ja. Ich weiß, dass ich es aktualisieren sollte. Schön friedlich, die Musik. Okay, Außenposten. Ja. Ach.
Jetzt habe ich die Wüste betreten und da ist ja so ein Mega-Herrscher. Vielleicht skippe ich die Wüste einfach. Achso, ich muss sowieso durch. Moment. Ein Außenposten wird gesucht. Schiff. Die Musik ist gar nicht so schlecht, obwohl die andere, die war besser. Irgendwie. Okay, ich könnte hierhin aufs Schiff und wegreisen. Ich weiß nur nicht, ob das einfach so möglich ist. Ne, ich habe überlegt, ob ich mit Repeat da jetzt Gebiet markieren kann, Gebiet markieren soll, aber nee, lieber nicht. Weil sonst, ne. Weiß nicht, ich habe jetzt keine Lust, durch die Wüste zu wandern. Andererseits jetzt nach Dangrest das alles aufzuzeichnen. Wie mache ich es jetzt? Ich muss hier hin. Wisst ihr was? Ich mache einen Schnitt. Ihr seht mich hier in der Hafenstadt, ja. Und ich werde sowieso alles aufzeichnen. Falls irgendwas Interessantes passiert, werdet ihr es sehen. Also bis gleich. あんた方、カドスの喉笛？ああ、そうだけど。今、カドスは騎士団が封鎖してますよ。ここだけじゃない、山を越えるルート全部がね。封鎖？なんでそんなこと？事情は知りません。でも、ノードポリカは危険なんだとか。どうしましょう。新月までにノードポリカへ行かなきゃならないのに。と言ってもね、免状を持っている私でも通してもらえなかったからな。お兄さん、ギルドドマルシェの人？ああ、免状がどうかしたのか？ギルドドマルシェは帝国から免状を発行されてて、国内を自由に行き来できる。騎士団に止められてしまいました。仕方ないので、私はマンタイクに戻ります。うちらもマンタイクに戻って、のんびり待つか？どうすっかね。フレンが封鎖を支持しているのでしょうか。どうだろうな。どっちにしろここで足止め食うわけにはいかねえだろう。新月過ぎちゃったらどうしようもないものね。でも頼み込んで通してもらえる状況じゃなさそうだよ。ま、実際状況を見てから入り方を考えるとして、問題は中に入ってからね。中に入ってからってどういうことです？封鎖されてるってことは容易に外には出られないって状況よね。それは想定しておいた方がいいってこと。だったらマンタイクでちゃんと準備した方がいいんじゃない？大丈夫だろう。このまま行こうぜ。Schön. Also, so viel zum Schnitt. Egal. Ich hätte ja eigentlich damit. したってとこかね。なんかフレンに似合わねえ舞台になってんな。まったくフレンのやつ、何やってやがんだ。これだけ大掛かりな作戦なら、やっぱ神魔戦争の黒幕って話と関係あるのかもね。この件もどうしようか。マジでか。やるやる。で、で。何話してるんでしょう。おっさん、
あんまり大きな声出すな。ごめんごめん。面白いじゃない。こういうのは。何事だ。やめろ、暴れるな。今よ、行け。のよい、おっさんを置いてくなよ。なんだ貴様ら、待て。キュウリローウェル。ほんじゃ、頑張って。珍しく派手に動いたな、おっさん。なになに、パティちゃんの助言あってよ。人間ご褒美があると頑張れるって言うじゃない。何よ、ご褒美って。3つ約束お願いね、パティちゃん。うざ。3つなのじゃ。何よあれ。どうせしょうもない約束だろう。今それより先を急ぐぞ。町からの逃げ道を全部封鎖するなんて、やっぱり帝国の力はまだまだ大きいんだね。そりゃね、ギルドとは元々の力が違うから、いくらユニオンでもこうはいかないわな。まさに帝国ならではの力押しの作戦だよな。一体何が目的なんだか。街道の封鎖なんて胸くそ悪い手使いやがってよ。それもノードポリカに行けばわかるんじゃない。今は追っ手に捕まらないように急ぎましょう。Ja, was ich jetzt sagen wollte, den Schnitt hätte ich mir sparen können. Oder kann ich mir sparen? Ich glaube, das wollte ich sagen, ich weiß jetzt nicht mehr. Jedenfalls werde ich jetzt doch hier den Weg aufnehmen, wie ich da nach Nordopolika renne, weil ich weiß ja nicht, ob irgendwas Interessantes passiert. Aua! Ihr Wachen! Aua! Achso, ich dachte... Na, wie heißt sie denn jetzt? Judith. Ich dachte, sie hätte mich angegriffen. Oh, sie muss einstecken. Und das Tier blockt. Repeat ist tot. Moment. Vielleicht geht sie es noch aus. So. Achso, der Soldat lebt noch. Bleib schön liegen. Er hat einen anderen Schrei gehabt. Einen anderen Siegesschrei. Nicht. So. Estelle. Sei mal. Liebes Mädchen, und heil uns. Danke. Jetzt. Perfekt. So. Nee. Hä? Sinclair-Säbel. Ein schönes Langschwert, sehr sorgfältig gefertigt. Ein Meisterwerk wahrer Handwerkskunst. Oh. さっき言ってた約束って何のことだ。約束？誰との何の約束のことじゃ。カドスでおっさんと約束がどうとか言ってただろ。ん？忘れたのか。あ、いや忘れとらんぞ。忘れてたな。やっぱり秘密なのか。ユーリには特別に教えてやる。そりゃありがたい子って。ここで頑張ったらジュディ姉のスリーサイズを聞いてやるって言ったんじゃ。お前、おっさんの使い方よく分かってんのな。分かりやすいのじゃ。何？どうしたのよ。さっさと先急ごうぜ。おっさん、もういい年なんだから抑えていこうぜ。ぜなのじゃ。な、何なのよ。War ja klar, wegen sowas.Gut, Kreuzbrecher. Das bessere Transport ist nur spitze geschärft. Das ist eigentlich nicht so schlecht, aber ich will den Sinclair-Säbel ausrüsten. Oh,
Schrittkombo. Ja, aber... Was haben wir so schwächer? Status plus. Magische Statusbonus. Klingt auch nicht schlecht. Ich werde wahrscheinlich sowieso irgendwann offscreen leveln müssen, die ganze Sache. Superkette 4. Das Verknüpfen von Basisart zu veränderten Arts und reduziert den während der Verwendung von Zauber erlittenen Schaden. Ich meine, er sieht nicht schlecht aus, aber. Des Zauberers. Lieber Hund. Mhm. Geil. Und wie hieß die andere Waffe jetzt? Die Juri gerade hatte. Seit langem verwendetes Standardkreuzschwert. Die Handhabung verlangt nur wenig Kraft. Ja, Gladius haben ja damals die Römer verwendet. CS-Bonus. Ja, aber Magie nimmt sowas von ab. Außer mal anderen Werte auch, das lohnt sich nicht. しかしこんな危険なとこまで封鎖して脳どこりかを孤立状態にしようってんだから連中かなりマジケみたいね。まったく魔物まで出してきちゃって、きっとろくでもないことしようとしてるのね。フレンがこんなことを指示するとは思えません。もうフレンっていうのはどういうやつなのじゃ？ユーリの友達だよ。子供の頃からの長い付き合いなんだって。 下までは指示が行き届かない。上からは理不尽な指令が来る。体がでかくなって偉くなると色々手が回んなくなるんじゃないかね。随分物知りだな。さすがアルトスクの一員ってか。組織なんてもな、どこもそんなもんでしょ。問題はフレンのやつがどこまで本気かってことだ。何？ノードポリカに行けば色々見えてくんでしょ。 そうですね。でも警戒はしておいた方が良さそう。まさかノードポリカが武力制圧されてるってことはないと思うけれど。パレストラーレが黙っちゃいないもんね。悪いリーダー、エアルクレーム調べる時間もあんまり取れねえぜ。ああ、でもしょうがないか。追ってとか来ると面倒だし。そういうことだ。じゃあとっとと行くぞ。なんか、ユーリ積極的だね。 なんだかんだ言って、お友達が心配なんでしょうよ。そんなにフレンってのとユーリは深い絆でつながっとるのかな。そうね、それはもう深いっつうか、なんつうか。何？それは焼きもち？うん。ユーリを取られないよう、作戦会議をしなくてはいかんのじゃ。 An was du denkst? Juri und Flynn sind nicht diese Art von... haben nicht so eine Art von Beziehung. Aber gut. Oh, der Move ist der geilste überhaupt, der hier. Einfach drehen. Ja! Auch gerade noch gedrückt. Bleib hier, du Wache. Oh, Photon. Ich muss sagen, es gefällt mir auch sehr gut. Nicht nur die ganzen Zwischensequenzen, auch die Gespräche, die die Charaktere untereinander haben. Und dass man hier immer mit mehreren Leuten herumrennt. Also hier, Tales of und so. Richtig geil. Der erste Teil der Tales of Freya, Tales of Phantasia, war ja nicht ganz so geil. Weil da noch nicht das so gehandhabt wurde. Wie bei Tales of Symphonia und hier jetzt bei Tales of Vesperia. Ich freue mich so sehr auf die Danke. Ich freue mich so sehr auf die... restlichen Tales of Spiele. Ich habe ja noch mindestens 3, die ich machen kann. Das ist ja noch geiler. Aber ich glaube, ich werde
nach diesem hier Tales of Aris machen. Auch wenn es in der Reihe, also vorausgesetzt die Story lässt sich so fortsetzen, das letzte wäre. Wobei, ich habe nach dem hier... Judith hat irgendwas. Ich habe nach diesem Tales of Spiel hier noch... Nee, noch mindestens vier, nämlich das Zusatzspiel von Tales of Symphonia, und Tales of Cisteria, Tales of Berseria und Tales of Aris. Wie geil. Ich habe unendlich viele Tales of Spiele zu machen. Der Hammer. あれでエアルを制御したってこと。なんで魔物にそんなことが。そのエアルクレーネはもう安全なんです。前みたいにいきなりエアルが噴出したら危ないよね。その心配はなさそう。じゃあなんだってあの時はいきなりエアルが噴出したんだ。問題はそこね。自然現象ではないんです。その可能性は低いわね。 もしそうなら定期的に同じ現象が起こるはずよ。エアルが定期的に噴出するなら周囲に影響が出るはず。ケーブモックみたいに植物が異常に繁殖するとかね。見たとこそういう異常はないわな。だとすると何かがエアルクレーネに干渉してエアルを大量放出する。でも一体何がエアルに干渉するなんて術式かブラスティアくらいしか。 体調に似てクソ真面目な騎士どもだぜ。リータ行くぞ。調査は終わったんだろ。もうちょっと考えさせて。考えをまとめるだけなら後でもできると思うけれど。うん、なあもう。もしエアルクレーネに干渉したのが。調べて何か分かったのか。今はまだ何とも言えないわ。分かったこともあるけど。 Juri, okay. Ja, die Truhe habe ich schon, das heißt, die eine Truhe habe ich tatsächlich übersehen. Also entweder hat es was mit Juri zu tun, oder es hat was mit diesem fliegenden Monster zu tun. Andererseits, das fliegende Monster kam jetzt auch schon zum zweiten Mal, wo Juri anwesend war. Beziehungsweise, Juri hat es sogar mitbekommen, das Monster, und alle anderen nicht. Nein! Das heißt, ich frage mich echt, was das jetzt auf sich hat. Egal, wir werden es erfahren. Aua! Boah! Sag mal, könntet ihr mich in Ruhe lassen? Das Ding darf nicht aufstehen. Achso, da ist noch eine Wache. Kannst du mal Krankenschwester spammen? Spammen vor allem. Ein Repeat braucht auch. Ja. Boah. Geil, er hat mich gekillt. Judith muss mich, weil die ist gerade so schön abseits. Ja, yeah, ich bin wieder da, Leute. Lass Repeat in Ruhe. Heil uns. Ja, geil. Achso, das Monster da ist auch noch am Leben. Ach, ich hätte... Ach, egal. Dispersion und großes Hinflut. Was waren das nochmal für Sachen? So, du kannst uns erstmal heilen, weil wir sind alle mehr als K.O. So, jetzt kriegt Repeat noch. Repeat noch, sagte ich. Und ich.
Ansonsten stehen Plus und Magie 2. Ist ein bisschen schwächer. Dolch aus Schuppenmann des Riesenfischs. Die beschichteten Schuppen schneiden leicht durch Metall. Geschmolzene Tempelsäule. Es ist sehr mächtig, wenn da Seele Natur verbunden ist. Okay, ich nehme mal das. Es ist zwar schwächer, aber ich kann so neue Sachen erlernen. Teiljacke, Diebestätowierung. Repeat kann ganz schön gut Objekte stehlen. Beziehungsweise im Moment, jetzt ist ja, wie er es verändert. Ach nee. Das da. Achso, Stehlen Plus ist jetzt gerade so ausgerüstet, okay. Ich frage mich, ob ich irgendwann mehr Punkte als 44 bekommen kann. Der physische Angriff im Überlimit. Boah, du hast ganz schön viel gelernt. Oder ist alles nur durch Ausrüstung? Sicherheit. Gewinne ab und zu mehr Erfahrung, indem du einen Kampf abschließt, ohne Schaden zu erleiden. Ja, das ist aber unmöglich für mich. Vor allem, weil ich dich nie einsetze. Kampflinse? Der Traumpaar ist auf jeden Fall mit Yuri. Die Chance, dass TP während des Überlimits langsam steigen oder sinken. So, Roulette, oh, du bist doch so ein Glücksspielcharakter. Langfinger, stiehlt ab und zu Geld, wenn du aus dem Kampf flüchtest. Wie geil! Ja, dann mache ich das. Jura hat noch 3 Punkte zu vergeben. Nein! Ah! Gerade noch Glück gehabt. ノードポリカに向かうぞ。 Mann, sind die drei doof. Aber gut, umso besser für uns. So. Da habe ich den Part begonnen. Das heißt, ich nehme jetzt nochmal den Spielstand. Den anderen lasse ich nur zur Sicherheit, weil PC und so.
Dann würde ich sagen, das war Tales of Vesperia, Definitive Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!